4.8.24, 17 Uhr. Machen mal wieder einen kurzen Gartendurchgang heute. Gewächshaus, Paprika. Da hinten, ja, Spitzpaprika. Da kann man sehen. Ja, da ist er. So, weiter geht's. Die große Sonnenblume. Schön. So, hier habe ich noch einmal Spitzkohl. So, Tomate. Sag ich gleich noch was zu. Da dreimal Sellerie. Rosenkohl, ob es was wird, weiß ich nicht. Bin noch nicht überzeugt. So, eine Tomate noch dahinter. Ja, wie gesagt, mit den Tomaten, das ist ja dieses Jahr fürchterlich, zumindest bei mir. Ich habe nur bis jetzt grüne Tomaten. Da auch, da auch, da auch. Und da auch, ich zeige euch mal jetzt die erste, die langsam rot wird, die zeige ich euch mal. Ist das nicht ein Ding da? So, muss man wegnehmen. Da könnt ihr sie sehen, ne? So, das andere ist alles noch grün. Ja, hier habe ich eine Zucchini. Also wie das aussieht, kriege ich hier alles nur männliche Blüten. Naja. So, Gurke. Das hat sich wohl gelohnt. Da. Eine dicke habe ich den Nachbarn geschenkt heute. Eine Tomate. Natürlich auch grün. Wie man sieht. So, ebenso hier. Die Tomaten. Da. Und dann noch zwei Gurkenpflanzen. Da eine. Und da hinten ist auch noch eine. Ja, da sitzt noch eine dran, da oben. So, hier habe ich Wassermelonen zweimal. Ebenso hier im Topf, die habe ich hochgebunden. Dann noch mal eine Gurke. Da auch Tomate, Gurke, kleine Runde. So. Petunien, da ein paar Stangenbohnen, hat sich aber nicht gelohnt, muss ich jetzt ja das ganze Feld machen und keine Kartoffeln, so wie dies hier, kommen auch morgen raus. So, schöne Dahlie, herrlich. So, weiter geht's. Ja, ich hoffe, ich kann von den Weintrauben etwas ernten, bevor mir die Vögel das alle wegfressen. Ich muss hier ein Netz drüber spannen. So, noch einmal Petunien. Dann habe ich hier Zinien gesetzt. Mal sehen, ob es noch was wird. So, Essecke, schön, bekannt. Kommen wir zum kleinen Teich. Schön wie immer. So, gehen wir mal rum hier zu den Bauernhortensien. Schöner Baum. Eine schöne Lupine noch. Nochmal Bauernhortensien. Kleine Petunien. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.